Ein herzliches Hallo und willkommen zur Pixelshow Nummer 17. Wir haben diese Woche mal wieder viele interessante Neuigkeiten und natürlich viele neue Videos, die ich euch kurz anteasern will. Und natürlich, wir haben natürlich wieder eine große Fragerunde, wobei dieses Mal ist sie gar nicht so groß. Es sind dieses Mal gar nicht so viele Fragen reingekommen hier. Ich würde deshalb sagen, dass die Sendung hier wahrscheinlich auch ein bisschen kürzer wird als sonst. Ich weiß das jetzt noch nicht, aber das sehe ich ja erst dann, wenn ich es zusammenschneide. Aber ich glaube, das wird heute keine volle Stunde. Weil ich habe hier, bevor wir loslegen, noch eine große Ankündigung. Und zwar geht es um die Pixelshow nächste Woche. Wir haben jetzt hier noch die Nummer 17, das heißt, das ist eine normale Ausgabe. Die nächste Pixelshow, die Nummer 18... Das wird eine Sondersendung zur E3 2015. Das heißt, ich werde dort alle interessanten Neuigkeiten der fetten Spielemesse in LA, nämlich der E3, zusammenstellen und euch ein bisschen vorstellen. Ich hoffe, das klappt so, wie ich mir das denke. Ansonsten gibt es einfach ein anderes Programm. Aber grundsätzlich, die nächste Pixelshow ist praktisch eine Sondersendung zur E3. Fragen könnt ihr trotzdem, das heißt, wer es noch nicht kennt, unten in den Kommentaren stellt ihr eure Fragen, die könnt ihr trotzdem stellen, das ist egal, denn eure Fragen kommen dann einfach beim übernächsten Mal dran, das heißt bei der Nummer 19, respektive auch bei der Nummer 20. Es ist nämlich so, ich bin dann nämlich bald im Urlaub und das heißt, ich werde dann auf jeden Fall die Nummer 19 und die Nummer 20 auf einmal aufnehmen. Das heißt, und dort werde ich die ganzen Fragen, die jetzt dann kommen, verarbeiten. Das nur schon mal als Hinweis, aber das werde ich euch eh nochmal erklären, wenn es soweit ist. So, dann können wir, glaube ich, loslegen und wir kommen zu den Spiele-News der Woche. Und da hat sich einiges getan, allen voran, da habe ich mich sehr gefreut darüber. Es kommt ein neues Ratchet & Clank für die PS4 heraus. Das wird wohl auch zur E3 groß nochmal enthüllt werden, aber es ist wohl so, das passiert grob auf den ersten Teil, auf der PS2 damals noch. Und hat aber viele neue Elemente, dass es im Grunde eigentlich ein komplett neues Spiel geworden ist für die PS4. Ratchet & Clank, wer es nicht kennt, das ist eigentlich ein ziemlich cooles Jump'n'Run für eben damals schon die PS2. Und das kehrt jetzt eben mit den beiden lustigen Charakteren, Ratchet und Clank, wieder zurück auf die PS4. Und da bin ich echt gespannt, weil normalerweise gab es da mal relativ lustige Ideen. Und ja, wirklich ein gutes Gameplay. Weiter geht's mit Drive Club. Da gibt's mal wieder was Neues. Nämlich bei Drive Club wurde ja ganz zu Anfang angekündigt, dass es eine Gratis-Version für PS Plus Abonnenten gibt. Da gibt's jetzt was Neues. Laut Entwickler ist das Ganze jetzt so gut wie fertig, die PS Plus Variante. Also sprich, die kommt bald kostenlos. Die soll, Moment, das muss ich kurz nachgucken, die soll 11 Strecken beinhalten, 10 Autos und auch alle Spielmodi der Vollversion. Die Frage ist natürlich jetzt, wann das genau kommt. Es gibt noch keinen Termin und ich nehme auch an, das wird eins der PS Plus Spiele des Monats werden, also eins dieser Gratis-Spiele. Mal sehen, wann das eintrifft. Wir kommen zu einer Hardware, die ich schon mal letztes Mal angeteasert habe, nämlich das Logitech G29 Lenkrad. Das Thema Lenkrad finde ich ja immer total spannend und deswegen bin ich auch sehr gespannt auf dieses Lenkrad, nämlich das G29. Das ist nämlich der Nachfolger vom G27. Das war nämlich noch kompatibel zur PS3, das läuft aber nicht auf der PS4. So, jetzt hat Logitech einfach ein neues Lenkrad gebaut, das ganz ähnlich ist wie das G27. Allerdings sind die Tasten ein bisschen anders angeordnet. Es hat wiederum drei Pedale und es ist für PS4, PS3 und PC geeignet. Und es soll schon mal, das ist angekündigt, soll schon mal kompatibel zu Drive Club sein. Das ist ja schon mal was wert, würde ich sagen. Dann geht es weiter mit Call of Duty Advanced Warfare. Dort ist ja schon der dritte DLC namens Supremacy am Start auf der Xbox One. Jetzt kommt das Ganze natürlich auch für PS4 raus, allerdings immer mit Verspätung. Und jetzt ist zumindest der Termin schon mal fest. Am 2. Juli kommt dieser dritte DLC raus. Also 2.7. könnt ihr euch schon mal vormerken, falls ihr darauf Bock habt.
Weiter geht's mit den Neuerscheinungen der Woche. Da hat sich einiges getan eigentlich. Also nichts Neues, das habe ich beim letzten Mal, glaube ich, schon angeteasert. Zum einen, The Elder Scrolls Online Tamriel Unlimited ist rausgekommen diese Woche. Das heißt, das große, große Online-Rollenspiel, das ja eigentlich auf der Welt von Oblivion und von Skyrim basiert, das ist jetzt eben herausgekommen von Bethesda. Das Spiel habe ich auch hier und dazu wird es auch Gameplay-Videos geben. Da brauche ich euch noch ein bisschen Geduld, müsst ihr noch ein bisschen Geduld haben. Dann, Lego Jurassic World ist rausgekommen. Ja, passenderweise zum Film, weil der Film Jurassic World ist ja gerade in den Kinos. Und dazu gibt es eben auch eine Lego-Variante, die wahrscheinlich wie immer ganz putzig gemacht ist. Und nicht zuletzt gibt es noch Payday 2, die Crime Wave Edition für die PS4. Das ist auch neu. Also Payday 2 ist ja schon ein bisschen älter. Aber die Crime Wave Edition ist im Grunde eine erweiterte Variante dieser Bankraub-Simulation, wo ihr eben zu viert online Raubzüge veranstaltet und möglichst viel Geld einsackt. Dann kommen wir schon zu den Videos der Woche. Wir hatten diese Woche nicht ganz so viele Videos wie bei den letzten Malen. Ich konnte das zeitlich nicht erhalten, dass ich täglich ein Video raushaue. Deswegen sind wir jetzt wieder ein bisschen zurück auf das, so auf alle zwei Tage kommt ein Video. Vielleicht ändert sich das mal wieder, mal so, mal so. Ich hoffe, dass ich halt möglichst euch viel Videonachschub natürlich liefern kann. Kurzum, das Let's Play von The Witcher geht natürlich weiter. The Witcher 3 ist natürlich das Mega-Rollenspiel, das solltet ihr euch unbedingt ansehen. Da gab es zwei Let's Plays und natürlich, endlich, nach langer Ankündigung gibt es endlich das Controller-Umbau-Video. Das heißt, ich baue den Controller von der PS4 um, den DualShock 4, und baue neue Sticks ein. Die sind hier schon zu sehen. Das sind die neuen Xbox One Sticks, also der Sticks von der Xbox One. Und ein neuer Akku. Da müsst ihr ein bisschen was löten. Aber wenn ihr das genau wissen wollt, dazu gibt es eben das Video jetzt endlich auf diesem Kanal, wo ich das Ganze genau erkläre. Wir kommen dann schon zum Wochenausblick. Okay, ja. Logischerweise, das Let's Play von The Witcher geht natürlich weiter in die nächsten Kapitel. Mal schauen, wie weit wir das nächste Woche kriegen. Und dann gibt es noch ein paar Sachen, das ist allerdings auch mit dem großen Fragezeichen versehen. Zum einen der Landwirtschaftssimulator, den habe ich ja eigentlich schon ganz fest in Planung. Der ist allerdings immer noch nicht gemacht, das muss ich noch aufnehmen, das Video. Die Elder Scrolls Online Tamriel Unlimited, da will ich auch Gameplay-Footage euch zeigen. Das ist dann auch in Planung. Und was noch? Ja, ich will euch gar nicht mehr versprechen. Also ganz sicher ist auf jeden Fall, Witcher geht weiter und der Rest kommt auf jeden Fall noch. So oder so. Ob jetzt nächste Woche oder die Folgewochen. Mal sehen. Und dann geht's schon zum Kommentar der Woche. Mensch, das geht ja heute ruckzuck. Also, Kommentar der Woche. Das ist praktisch mein Kommentar zu irgendwelchen Geschehnissen, wo die mir gerade so einfallen. Also sprich, aus der Spielewelt, die gerade vielleicht aktuell sind oder eben die mir eben, ja, gegen den Strich gehen. Und gegen den Strich geht mir aktuell die Day-One-Patches. Das hatte ich, glaube ich, schon mal thematisiert, aber diesmal hat es mich wieder voll erwischt. Und zwar nämlich war das die Elder Scrolls Online Tamriel Unlimited, das mich ganz schön geärgert hat. Gut, es ist nämlich so, man hat das Spiel auf Disk installiert ist und was kommt bei Tamriel Unlimited? Es kommt ein Patch, der ist 16 GB groß. 16 GB. Und das im nicht gerade sehr schnellen PlayStation Network. Die erste Schätzung war, dass das einen Tag zum Download braucht. Also fast 24 Stunden war die Schätzung bei mir. Und das, obwohl ich eine 100 Mbit-Leitung habe und das eigentlich viel, viel schneller gehen könnte. Ich konnte am ersten Tag, wo ich das Spiel gekauft habe, es nicht spielen, einfach weil ein riesen Patch kommt. Letzten Endes habe ich die PS4 über Nacht laufen lassen und am nächsten Tag tatsächlich war das Ding schon fertig, ein bisschen früher als erwartet. Aber das Problem ist nach wie vor, das PlayStation Network ist einfach zu langsam für so riesige Patches. Weil man normalerweise eine bessere Internetleitung hat und die eigentlich mehr erlauben würde. Das sehe ich zum Beispiel bei Steam auf PC. Da auf Steam gehen die Downloads viel, viel schneller als jetzt im PlayStation Network. Und letzten Endes gut, was ich dazu sagen muss, es ist natürlich ein MMO, also ein Online-Rollenspiel.
Und das ist logisch, dass Patches kommen, das sehe ich auch ein. Allerdings, die können auch ruhig ein bisschen kleiner sein, weil an sich ist es ja fast schon sinnlos, dass man sich eine Disk kauft, wenn man eh an den ganzen, das ganze Spiel nochmal neu runterladen muss. Das ist zumindest mal meine Meinung dazu. Wir kommen aber zu den Fragen der Woche. Wie immer in den Kategorien allgemein Hardware, Spiele, System und PSN. Und wie gesagt, wir haben dieses Mal relativ wenige Fragen. Da ich nehme mal schwer an, das liegt einfach zum einen daran, es sind gerade keine Ferien und es ist gutes Wetter draußen und es ist auch brutal heiß hier. Das heißt, die Leute haben eigentlich was Besseres zu tun, als meine Videos zu gucken. Ich weiß es nicht, beziehungsweise Fragen zu stellen. Macht aber nichts. Ihr stellt trotzdem eure Fragen unten und die werden dann nicht beim nächsten Mal, wie schon gesagt, sondern beim übernächsten Mal beantwortet. Eben in der Nummer 19 und 20. In der 18, da ist ja das E3-Special dann zu sehen. Wenn ihr Fragen zu PlayStation Plus habt, da gibt es zwei Videos über PlayStation Plus und Sharing. Die solltet ihr euch ansehen, bevor ihr hier fragt, weil diese Frage kommt eigentlich am häufigsten, wie das PlayStation Plus Sharing funktioniert. Aber guckt ihr euch einfach erstmal die Videos an. So, jetzt geht's aber los mit den allgemeinen Fragen und Tom Gamer TV. Ich finde es voll, was, dass es voll wenig Fragen gibt. Früher waren es mehr. Ja, da hast du recht, das habe ich ja schon gesagt eigentlich. Diesmal zumindest sind es sehr wenige Fragen. Wir hatten bei den letzten Mal immer eigentlich ein volles Programm. Aber ja, wie gesagt, ich schätze jetzt einfach mal, dass es das gute Wetter, dass die Leute nicht mehr so viel vor der PS4 sitzen. Aber gut, okay. Ja, ähnliches sagt auch der Manuel, der verwundert sich über die wenigen Kommentare. Was ist denn los? Ja, wie gesagt, mal schauen. So. Da der Fehler spielt, hat da eine nette Idee. Kannst du immer die Kommentare einblenden, wenn du sie vorliest? Also diese Kommentare. Ich habe dir hier auf dem Bildschirm diese Kommentare, die ich euch hier vorlese. Und die willst du vielleicht eingeblendet haben. Ich würde sagen, das ist ein bisschen aufwendiger. Ich weiß nicht, ob ich das machen kann. Ich werde das vielleicht mal testen. Aber ich glaube, das ist ein ziemlicher Aufwand, das zu machen. Es ist ja eh schon ein großer Aufwand, die ganzen Fragen zusammen zu kopieren, damit ich sie alle hier nacheinander herunterrattern kann. Ja, eher unwahrscheinlich, aber ich probiere das mal. Also ich teste mal, ob das überhaupt geht. So. Der Froselmann, und das ist ein gutes Stichwort. Dich habe ich, genau, du hast noch einen Kommentar weiter unten. Moment mal, ich habe dich, du hast da mehrmals geschrieben. Genau, wo du hast ja die kurze Bitte. Du heißt ja nicht Froselmann, sondern Froselman. Okay. Dann werde ich dich ab jetzt Froselman nennen, weil das schreibst du in irgendeinem einen der Kommentare. Sonst rede ich dich ja immer falsch an. Und du beschwerst dich, ich habe fast alle Fragen von letzter Folge beantwortet, außer circa fünf oder so. Und du liest sie nicht vor, sagt der Froselman. Ja, das tut mir leid. Es ist nämlich so, ich lese möglichst alle Fragen vor, die da sind. Wenn ich so, solange ich sie nicht übersehe. Ich lese aber nicht alle Antworten vor, einfach deswegen, weil dann hätte ich ja nichts mehr zu tun. Also ich will ja auch noch die Fragen beantworten. Ihr könnt aber trotzdem gerne die Fragen beantworten in den Kommentaren. Das ist echt, da wird auch demjenigen direkt geholfen. Aber ich lese trotzdem die Fragen hier vor und beantworte die selbst, einfach deswegen, weil sonst die Fragerunde sonst ein bisschen komisch wäre, wenn ich nur noch Zeug vorlesen würde. Einfach deswegen. Aber Frozenman, mach einfach weiter, ich werde dich schon noch, ich werde dich nicht ignorieren. So, wir kommen zu Dennis. Der hat insgesamt 6 Punkte. Hi Pixel, kannst du mal gucken, ob die Uncharted-Trilogie im PSN verfügbar ist? Ich finde das nicht. Ja, da brauche ich gar nicht nachgucken, wobei ich gucke trotzdem nach. Aber ich kann dir sagen, die gibt's noch nicht. Die ist nur angekündigt, dass sie kommen wird, aber sie wird noch nicht im PSN angezeigt, beziehungsweise ich sehe es noch nicht hinterlegt im PSN. Das wird auch noch ein bisschen dauern. Nehme ich mal schwer an. Aber ich gucke jetzt trotzdem mal. Aber ja, das hat er noch nicht mal. Oh, wohl. Ups. Ha! Sie ist da. Ach, ich drehe durch. Man kann es schon vorbestellen. Da habe ich wieder blöde Sprüche gemacht. Wieder mal typisch von mir. Also, ja, Uncharted, The Nathan Drake Collection. Das heißt, Teil 1 bis 3 von Uncharted könnt ihr eben auf der PS4 spielen. Und es gibt schon den Termin eben. 7.10. kommt das raus. Und ihr könnt das jetzt schon vorbestellen, wenn ihr wollt. Und ihr bekommt als Vorbesteller 7 Skins.
eine goldene AK-47, eine goldene 9,92 FS-Pistole und ein dynamisches Design, wenn ihr vorbestellt. Okay, ja, falls du überhaupt, auch allgemein, falls ihr in dem PSN irgendwas sucht und nicht findet, nutzt wirklich diese Suchfunktion und sucht direkt nach dem Spieltitel. Es kann nämlich sein, dass das hier irgendwo überhaupt nicht aufzufinden ist und das ist auch teilweise ein bisschen chaotisch, wie das hier aufgebaut ist. Und wenn ihr gezielt was sucht, wirklich sucht direkt über der Suchfunktion hier oben. So, dann zweitens, was bedeutet NAT-Typ? Ja, dazu wollte ich ja schon mal ewig nennen, wie ein Video machen. NAT-Typ ist praktisch dein Status bei der Netzwerkverbindung. Das heißt, es gibt drei NAT-Typen. Und das zeige ich hier. Das siehst du nämlich bei der Netzwerkeinstellung. Netzwerkverbindungsstatus. So. Und hier ganz unten siehst du NAT-Typ, also NAT-Typ. Das ist in dem Fall Typ 2. Es gibt drei Typen. Der erste Typ ist, wenn du deine PS4 direkt an dein Internetmodem angeschlossen hast, was eigentlich kein Mensch hat. Das heißt, es ist nur das Gerät angeschlossen, sonst keins. Dann Typ 2 ist das so der Standardtyp. Das heißt, das ist eigentlich der optimale Typ, mit dem du angeschlossen sein kannst. Über das Netzwerk, das heißt, da ist alles okay und Online-Spielen sollte gut damit möglich sein. Und dann gibt es noch NAT Typ 3, das heißt, du hast ein paar Einschränkungen in deinem Netzwerk. Es kann sein, dass irgendwelche Ports nicht geöffnet sind und so weiter, solche Dinge eben, oder irgendwie die Netzwerkverbindung ein bisschen eingeschränkt ist. NAT Typ 3 kann dann ein Problem machen bei manchen Spielen, weil deine Internetverbindung eben online nicht so richtig hinhaut. Vielleicht auch nicht. Letzten Endes ist es am besten, möglichst auf Typ 2 zu gehen, beziehungsweise Typ 2 zu haben. Und das hast du auf jeden Fall, wenn du deine PS4 per LAN-Kabel anschließt. Per WLAN muss das richtig konfiguriert sein, sonst kann es eben NAT Typ 3 sein, der ein bisschen schlechter ist, letzten Endes. So, drittens, kennst du Gronkh und Sarrazar? Wenn ja, wie findest du die? Ja, natürlich kenne ich die, das ist ja logisch. Also, das sind ja die bekanntesten Let's Player überhaupt in Deutschland. Ich finde die ganz gut, weil, auch wenn sie vielleicht hier und da nervig sind, aber sie machen ihre Sache gut. Sie sind sehr professionell und machen das ja schon seit Jahren. Persönlich kenne ich sie leider nicht, aber ich habe schon mal mit einem deren Mitarbeiter gesprochen. Und das sind ja ziemliche Profis eigentlich in dem Gebiet. Und viertens, danke, dass du im PSN meine Frage beantwortet hast mit dem Piepen. Ja, richtig, das war ja beim letzten Mal. Und fünftens, warum gehen die Downloads schneller, wenn die PS4 im Ruhemodus ist? Das glaube ich nicht, dass die PS4 schneller runterlädt im Ruhemodus. Die wird maximal genauso schnell sein, wie wenn sie läuft bei Downloads. Was natürlich sein kann, das ist ein großer Unterschied, zu welcher Tageszeit du die Downloads machst. Wenn du abends Downloads irgendwas herunterladen willst, dann ist das quälend langsam. Machst du das dann dagegen irgendwann vormittags und zwar unter der Woche, am besten werktags unter der Woche, vormittags zum Beispiel, dann geht das viel, viel schneller als zum Beispiel auch am Wochenende. Das liegt einfach an der Auslastung vom PSN. Und sechstens, machst super Videos, weiter so. Gut, dann mache ich das so. Dann kommt der Avisan dran. Pixel, hab eine Frage, wann hast du Geburtstag? Damit meine ich nur den Tag und Monat. PS, die Frage musst du nicht beantworten, nur wenn du es willst. Soll ich die beantworten, deine Frage? Ich beantworte sie, ganz einfach. Und zwar ist es der 5. Juni. Ja, das war es vor kurzem und so viel nur dazu. Dann, The Game of First hat noch einen lustigen, netten Kommentar zum letzten Mal, weil ich hatte den C64 angesprochen, einen Heimcomputer aus der 80er-Ära, den wahrscheinlich keiner von euch kennt, ist ja egal, aber Game of First sagt, C64 hatte ich auch mit Floppy Disk 5,5 Zoll und Datasette. Hey, genau das hatte ich auch. Und jetzt habe ich so richtig Lust bekommen, zu diesem Thema fast noch ein Video zu machen. Vielleicht sollte man einfach mal ein Video, oder ich mache mal ein Video zu diesem Homecomputer, um mal zu zeigen, wie das zu meiner Kindheit oder auch zu deiner Kindheit von Game of First, wie wir da gezockt haben und was wir da gezockt haben, weil das war nicht schon was anderes als jetzt eine PS4. Mal sehen. Der Nikolaus. Hey Pixel, danke für deine Antwort. Jetzt läuft wieder alles perfekt. Das ist gut. Hoffe nur, du hörst nicht mit der Fragerunde auf. Liebe Grüße, der Nikolaus. Mensch, der Nikolaus grüßt mich und das im Sommer. Nee, ich höre auf gar keinen Fall mit der Fragerunde auf. Da wäre ich ja schön blöd, wenn ich das einstellen würde.
Weiter geht's mit Frozel Man. Ja, es heißt Frozel Man und nicht Froselmann. Ich versuch's mir zu merken. Hey Pixie, ich habe eine kurze Bitte. Könntest du meinen Namen so aussprechen? Genau, das hatten wir schon. Beziehungsweise, das hatte ich. Hä? Den Kommentar hatte ich ja schon. Ach, bin ich doof. Okay, das ist nur zur Erinnerung. Nochmal Frozel Man heißt's. Okay. Okay, ja, ich habe deinen Kommentar hier doppelt drin. Dann geht's weiter mit Bikim. Ja, der Bikim. Hallo Pixelino. Oft schreibst du, dass du dir die Zeit für weitere Videos fehlt. An dieser Stelle möchte ich dich mal fragen, was deine Profession ist. Wäre doch eigentlich gar nicht mal so schlecht, mal ein Video über dich und deine Person online zu stellen. Würde deine Abonnenten bestimmt freuen. Puh, das ist ja ganz schön privat hier das Ganze. Aber ich hatte schon mal das erwähnt. Ich bin ja eigentlich hauptberuflich Autor/Redakteur. Und naja, ein Video über meine Person, interessiert das wirklich die Leute? Ich glaube ja nicht, oder doch? Nee, aber ich glaube, da wird nichts kommen. Also was kommen wird, ist noch eine Roomtour, die ist ja auch noch in Planung. Ach, die hätte ich auch noch vorhin, das hätte ich vorhin schon erwähnen sollen, genau. Eine Roomtour, sprich durch den ganzen Raum, wie das Ganze hier aussieht und mit was ich hier aufnehme. Das wird noch kommen. So, und der Abisan nochmal, ich glaube, in einem Monat schaffst du dann 6000 Abonnenten. Und der Tom Gamer meint, ich glaube, in 3 Monaten 10.000 Abos. Das glaube ich jetzt nicht ganz. Also, ich glaube, ihr beide seid da ein bisschen optimistisch. Ich glaube nämlich, lasst mich überlegen, ich hatte im Januar, glaube ich, ungefähr 4.000 Abonnenten. Jetzt, das war bis Ende Mai, dann waren es 5.000. Das heißt, das sind 1, 2, 3, 4... 4 oder 5 Monate, sagen wir, und dann sind 1000 Abonnenten mehr da, wenn es so weiterläuft. Das heißt, ich habe dieses Jahr dann auf jeden Fall noch 6000, vielleicht zu Weihnachten noch 7000, wer weiß. Drücken wir mal die Daumen, dass das irgendwie hinhaut. Wir kommen zu den Hardware-Fragen. Und da geht's mit dem Dude aber los. Ich habe immer eine Frage, wenn ich die PS4 5 Tage lang anlasse, kann sie dann überhitzen? Da gibt's auch, gab's allerlei Diskussionen darüber. Eigentlich nicht. Eigentlich ist die PS4 schon für Dauerbetrieb ausgelegt. Es sei denn natürlich, sie steht in der Sonne oder sie ist an der Heizung oder an irgendeiner Wärmequelle mit dran. Dann kann es eben sein, dass sie irgendwann überhitzt und dann abschaltet von selbst. Aber wenn die schön an einem schattigen Plätzchen, vielleicht möglichst kühl ist, dann geht's schon. Ihr solltet übrigens im Sommer grundsätzlich eh aufpassen, eure PS4 nicht in die Sonne zu stellen. Insbesondere eben, ja, gerade bei Tag habt ihr eine fette Sonneneinstrahlung oft. Oder eben Wärme im Zimmer. Da müsst ihr eben gucken, dass ihr die PS4 möglichst weg von der Hitze bringt. Dann der Martin fragt, hallo, ich wollte mal fragen, wie du dein Handy als Webcam benutzt. Und der Tom Gamer sagt schon richtig, er hat einen Ständer für das Handy und hat es drauf getan. Okay, also ich nutze das Handy nicht direkt als Webcam. Also das hier, was ihr jetzt seht, das ist nicht direkt Webcam-mäßig aufgenommen, sondern eben per Handy, das ist richtig. Das ist mit einem iPhone aufgenommen. Und das iPhone, das steht auf einem Stativ, hier auf meinem Tisch. Und dann ist noch ein Adapter für das iPhone drauf, weil man kann ein iPhone nicht direkt an einem Stativ dran bauen. Dazu braucht es eben noch so ein Adapterstück. Und damit nehme ich einfach direkt ein Video auf. Einfach mit der Foto-Video-Funktion hier von der Systemsoftware im iPhone. Und dieses Video, das kopiere ich dann in mein Schnittprogramm und dann baue ich alles am Schluss zusammen. Ich hatte das in einer Folge mal, dass ich das Ganze hier, diese Kamera mit einer Webcam aufgenommen habe. Nämlich hier mit dieser Logitech-Webcam. Und ich dachte, das ist eine gute Idee, weil das vereinfacht ein bisschen den Ablauf. Aber das Problem war, die Webcam war einfach, die Bildqualität war einfach nicht so gut und deswegen habe ich das wieder gelassen. Das heißt, die Webcam kommt vielleicht irgendwann zum Zuge, wenn ich das Streamen anfange über Twitch. Mal gucken. Letzten Endes, ja, ist das immer noch die beste Bildqualität hier. Ja. Und weiter geht's mit Alojo. Noch eine Frage. Oh, du hattest noch eine andere Frage weiter hinten. Und zwar konnte man ja den Lüfter bei der PS3 reinigen. Geht dasselbe auch bei der PS4? Da weiß ich jetzt nicht, ob du meinst, ob du die PS3 auseinanderbaust und den Lüfter reinigst. Du kannst die PS4 natürlich auch auseinanderbauen und den Lüfter reinigen. Das geht. Allerdings ist es ziemlich umständlich, bis du zum Lüfter kommst. Du musst eigentlich im Grunde das ganze Gerät zerlegen und du verlierst natürlich die Garantie.
Wenn du jetzt meinst, dass du den Lüfter von außen reinigst, ja, du hast da bloß die Lüfterschlitze hinten, die kannst du einfach mit einem Pinsel und einem Staubtuch reinigen, dass die frei bleiben, dass da möglichst kein Staub dran ist, das habe ich schon ein paar Mal gesagt. Aber sonst wüsste ich jetzt nicht, wie es sonst geht, eben nur durchs Aufschrauben letztlich, was eben aufwendiger ist. So, der Kevin sagt, jemand hatte in der letzten Pixelshow das Problem, dass der Controller leicht rauscht. Das Rauschen ist nicht schlimm, das kommt nur, wenn ein Spiel den Lautsprecher braucht, also dass dann Spiele Sounds rauskommen, wie zum Beispiel Resogun. Wenn ein Spiel den Lautsprecher nicht braucht, dann kommt auch kein Rauschen. Sorry, konnte nicht mehr rechtzeitig auf die Frage antworten. Das ist interessant, das wusste ich gar nicht, dass das so ist. Wieder was gelernt, das probiere ich mal bei Gelegenheit aus, ob du da recht hast. Aber es klingt auf jeden Fall logisch. Und wir haben nochmal den Doodubber. Das ist nämlich die zweite Frage. Wenn ich spiele und gleichzeitig auflade mit dem gleichen Controller, wird er trotzdem voll, auch wenn ich ihn benutze, auch wenn nur langsam. Okay, ja, natürlich, du kannst, wenn du, du kannst deinen PS4-Controller natürlich zum Laden anschließen an die PS4 und spielen gleichzeitig und er wird auch geladen. Das ist alles kein Problem und ich glaube, das geht fast genauso schnell wie, als wenn du ihn nicht benutzt. Also das Laden. Die Janine mal wieder. Hallo Pixel, wie geht's, wie steht's? Ja, wie immer. Ich hoffe, bei dir auch. Zeigst du in dem Video vom Controller, also dem Controller-Umbau meinst du, auch wie man das nervige Gequietsche wegkriegt? Schönes Weekend. Ja, ich zeige das, ja. Es ist ja so, diese Schulter, du meinst ja die Schultertasten, die quietschen. Also zumindest habe ich das hier bei meinem weißen Controller immer noch. Das quietscht immer noch, das muss ich noch machen. Bei meinem umgebauten Controller habe ich es schon gemacht. Das quietscht eben nicht mehr. Ich zeige es. Es ist so, eben, ich nehme eben Vaseline und schmiere das an die Dreh- und Angelpunkte von den Schultertasten. Allerdings muss der Controller aufgeschraubt sein, weil von außen kommt es da nicht dran. Aber das zeige ich im Controller-Video auf jeden Fall. Also unbedingt anschauen. Aber zuerst das hier anschauen und dann erst das Controller-Video am besten anschauen. So. Dann sagst du noch was, und zwar, wir haben auch Kabel Deutschland, eine 50.000er Leitung. Bei uns kommen immer zwischen 44 und 47 Mbit an. Genau, und ich hatte das beim letzten Mal, ich habe eine 100er Leitung, eine 100 Mbit Leitung, und es kommen nur 37 Mbit an. Und ich ganz ehrlich, ich teste das jetzt nochmal, es ist nämlich ein bisschen wenig Serververbindung nicht möglich. Das ist ja toll. Hä? Naja. Auf jeden Fall gucke ich mal, was jetzt gerade die Verbindungsgeschwindigkeit ist. Ich habe das auch per Kabel angeschlossen. Allerdings ist es auch schon wieder Freitagnachmittag. Das heißt, na, wahrscheinlich wird hier die Verbindungsgeschwindigkeit nicht so besonders sein. Na, gucken wir mal, was da hier so rauskommt. Es ist wieder 37 oder knapp 38 Mbit. Ich komme da nicht schneller drüber. Aber zum Spielen und für Downloads reicht das ja dicke. Wobei, was auch sein kann, ich habe hier noch einen Internet-Switch, also einen Netzwerk-Switch hier dazwischen geschaltet. Es kann sein, dass es auch daran liegt, dass hier ein bisschen Geschwindigkeit verloren geht. Naja, jetzt habe ich fast den Faden verloren. Wir sind nochmal beim Dude, aber wenn ich die PS4 immer an- und ausmache, gibt sie dann den Löffel ab. Ich stelle die Frage, weil ich gucken will, ob sie auch sicher gebaut wurde. Ja. Und der Froselman sagt, nein, das sollte gar nichts passieren, außer du steckst den Stecker einfach raus, ohne die Box auszumachen. Ja, genau. Und Tom Gamer sagt auch richtig, nein, es wird nichts passieren. Nur wenn du den Stecker rausziehst, also den Netzstecker, mehrmals, könnte es sein, dass dein Lüfter oder Festplatte kaputt geht. Glaube ich jetzt eher unwahrscheinlich, aber stimmt schon, wenn du die Kiste ordnungsgemäß an- und ausschaltest, dann sollte da eben nichts passieren, auch wenn du das häufig machst. Dann der Luis. Hi Pixel, zu den Beats, also den Kopfhörern, ja. Ich habe die Beats Solo HD und mit denen funktioniert das Mikrofon und im Ruhemodus macht meine PS4 leise Geräusche, ganz komisch. Ah, okay, also deine Beats Solo HD funktionieren auch als Headset für die PS4, das ist interessant. Und im Ruhemodus macht die PS4 leise Geräusche, das heißt wahrscheinlich so ein Summen. Und da hat der Crawler auch ein ähnliches Problem. Ich mache bei meiner PlayStation 4 immer mein Netzwerkkabel raus, weil ich immer ein leises, dauerhaften Piepen höre.
leises, dauerhaftes Piepen. Mhm. Dann ist es aber weg, wenn ich das Kabel rausmache, ist das Piepen normal. Du meinst wahrscheinlich nicht dein Netzwerkkabel, sondern dein Netzkabel wirst du wahrscheinlich rausnehmen. Es ist so, wenn ihr die PS4 ausgeschaltet habt und noch mit, aber trotzdem am Netz angeschlossen habt, am Strom, kann sein, dass die ganz leicht piept bzw. summt. Das liegt am Netzteil. Ich weiß es nicht, was genau im Netzteil daran so summt, aber es kann eben sein, weil das Ding kriegt dann weiterhin den Strom aus dem eben Stromkabel und das Netzteil, das Netzteil in der PS4, das interne Netzteil, ist ja trotzdem weiter in Betrieb, auch wenn die PS4 ausgeschaltet ist. Und deswegen kann es bei einigen Netzteilen vorkommen, dass die piepen, aber oder summen. Allerdings ist das normal. Also es kann ganz leise sein. Wenn das wirklich laut ist, dann würde ich sagen, das ist ein Garantiefall oder ich würde die PS4 umtauschen. Wenn das allerdings leise ist und ihr das kaum hört, dann ist es okay. Da ist nichts kaputt. Das ist eben, ja, normal. So, dann zum Kevin. Vielen Dank für die hilfreiche Frage wegen den Analogsticks. Ich meinte aber die von Hama, wo man die bei Amazon bestellen kann und nicht die von der Xbox One. Ah. Also, wie ist der Grip bei den Analogstick-Aufzügen? Ah, insbesondere bei den hohen. Vielen Dank, dass du meine ganzen Fragen beantwortest. Gut, genau. Okay, also du meinst nicht die Analogsticks von der Xbox One, die hier eingebaut sind, wie gesagt, im Video zu sehen, sondern die hier, die habe ich jetzt hier aufgezogen auf dem anderen Controller. Das sind eben so Schutzkappen aus Silikon, die ihr auf euren PS4-Controller draufziehen könnt. Die kann man auch wieder runter machen. So. Und ja, die schützen eben eure Analogsticks. Ich finde diese Sticks, die sind von Hama. Moment, das habe ich auch hier. Control-Stick-Aufsätze. Set heißt das. Die gibt es eben in so einem Achterpack. Und das sind eben niedrige, so wie der hier, und hohe dabei. Moment. Ich erkläre das jetzt einfach nur für die Leute, die das nicht wissen, was hier gemeint ist. So. Genau, eben, es gibt niedrige, das sind die hier, und es gibt hohe, das sind die hier. Sieht man das überhaupt richtiger? Also es gibt verschiedene Höhen. Ich benutze nur die niedrigen, aber die hohen haben den Vorteil, dass sie eben mehr Sensibilität bringen. Und grundsätzlich, ja, die geben mehr Grip. Also ich rutsche da weit weniger ab als ohne, ohne diese Gummiaufsätze. Vor allen Dingen die mit Noppen. Ja, Noppen. Die Aufsätze mit Noppen, die sind ganz gut. Die halten zumindest bei mir meinen Daumen besser in Position, sage ich jetzt mal. Die sitzen relativ gut auf, aber sie sitzen nicht super streng auf. Das heißt, wenn du blöd steuerst oder wenn du es blöd hältst, kann es sein, dass du die Dinger runterkippen. Und sie drehen sich auch, während sie drauf sind. Das heißt, du musst ein bisschen aufpassen, wenn du sie drauf hast. Aber wenn du da wirklich einfach ein bisschen drauf aufpasst, dann rutschen die auch nie runter. Also mir sind die noch nie runtergerutscht. Aber weil ich auch weiß, die sind drauf. So, das war die Exkursion zum Thema Control-Stick-Aufsätze. Und wir kommen zu den Spielefragen. So. Zima fragt, kann man mit der PS3 ohne Aufnahmegerät aufnehmen? Ah, du meinst wirklich die PS3, nicht die PS4. Also bei der PS3 kann ich dir sagen, da geht's nicht. Du kannst nur auf der PS4 eben Videos aufnehmen und allerdings auch nur zeitbegrenzt, eben auf 10 Minuten. So oder so, bei PS3 brauchst du ein externes Aufnahmegerät, wie eben eine Elgato oder eine Avamedia. Live Gamer Portable, die habe ich zumindest hier. Dann Tom Gaming mal wieder. Eine Frage, hast du die Call of Duty DLCs gekauft oder gab es die kostenlos? Sorry, ich habe das Spiel noch nicht und ich wollte es vielleicht kaufen. Das ist die erste Frage. Die DLCs, die kosten alle Geld. Jeder DLC kostet, ich glaube, um die 15 Euro. Oder du kaufst dir einen Season Pass. Den Season Pass gibt es, glaube ich, für 50 Euro. Und dafür bekommst du insgesamt 4 DLCs. Das finde ich, der Preis finde ich okay, weil es gibt 4 Maps und eine Zombie-Map und fährt zwischendurch eine neue Waffe und da lohnt sich das eigentlich schon. Und dann kommen noch weitere PS3-Spiele außer FIFA 16.
Ich glaube, es kommen auf jeden Fall in Zukunft noch viele, ja, zumindest nein, nicht viele, aber einige PS3-Spiele. Bloß die richtig fetten Spiele kommen nicht mehr für die PS3. Zum Beispiel Fallout 4, das kommt nicht mehr für PS3, das ist eben als jüngstes Beispiel. Es gibt auch genug andere Spiele, die kommen jetzt nur noch für PS4 bzw. die Xbox One. Das heißt, es wird so nach und nach wird es weniger PS3-Spiele geben, aber ich weiß jetzt, ich habe jetzt aktuell kein Beispiel, aber es kommen weiterhin schon noch PS3-Spiele heraus. Weiter geht's mit Amazing More 0821. Hallo Pixel, eine kurze Frage an dich. Ich habe ein Problem mit Call of Duty Advanced Warfare. Ich kann nicht mehr in den Zombie-Modus spielen. Das ist erst beim dritten DLC passiert. Hast du einen Tipp für mich, wie ich den Zombie-Modus wieder spielen kann? Das ist ja komisch. Also du hast den dritten DLC, das heißt, du hast ja eine Xbox One. Weil den dritten DLC, den gibt es ja auf der PS4 ja noch gar nicht. Ich kann dir sagen, ich habe auf der Xbox One ja auch den dritten DLC schon da. Und da funktioniert bei mir der Zombie-Modus ganz normal. Ich weiß jetzt nicht genau, wo das Problem ist. Was du machen könntest, vielleicht ist, dass du den dritten DLC mal deinstallierst, also löschst auf deiner Festplatte und dann schaust, ob der Zombie-Modus wieder geht und das Ganze nochmal neu installierst. Vielleicht ist auch beim Herunterladen da irgendwas schiefgegangen. So, wir kommen zum Philippace. Hi Pixel, in letzter Zeit hänge ich mit den Fragestunden ziemlich hinterher. Das stimmt wohl. Aber du willst sie nachholen, okay. Und jedenfalls habe ich das Gefühl, dass meine letzten Fragen nicht beantwortet wurden, weil ich sie viel zu spät geschrieben habe. Da hast du völlig recht. Ich habe denn deine Frage dann noch gesehen beim letzten Mal. Allerdings habe ich die Fragerunde schon längst aufgenommen gehabt. Also war es zu spät. Auf jeden Fall. Erstmal herzlichen Glückwunsch zu den 5000 Abos. Dankeschön, ja, die hast du dir hundertprozentig verdient. Oh, das ist aber schön. So, jetzt kommen wir aber zu deiner Frage. Darf Amazon GameStop exklusive Vorbesteller-DLCs verkaufen? Ein Vorbesteller-Story-Pack von Arkham Knight ist nämlich GameStop exklusiv, aber ich kriege das auch, wenn ich das Game bei Amazon bestelle. Da habe ich natürlich nichts dagegen, aber es wundert mich schon. Immerhin will GameStop durch die Aktion Kunden kriegen, die Amazon sozusagen klaut. Ja, das finde ich jetzt auch ein bisschen komisch, dass es das gibt. Ich schaue mal kurz nach hier auf der Seite. Was aber nicht sein kann. Wobei ich sehe jetzt hier gar keine Special Edition von GameStop. Ich sehe nur eine exklusive Amazon Edition, die man sich vorbestellen kann, nämlich die Batmobile Edition. Die gibt es nur bei Amazon. Und das ist eigentlich auch das Normale, dass zum Beispiel das GameStop ein bestimmtes Vorbesteller Bundle hat und zum Beispiel Amazon hat ein eigenes. Und ich sehe jetzt hier nicht, wundert mich, dass hier von GameStop das irgendwo auf Amazon sein sollte. Ich finde es auch nicht. Aber letzten Endes geht es bei diesen Vorbestellerpaketen nur darum, dass zum Beispiel der GameStop hat ein spezielles Vorbesteller-Bundle und der Mediamarkt hat zum Beispiel ein spezielles Vorbesteller-Bundle. Und das ist so, einfach so, dass beide was Exklusives haben und sich da eben nicht in die Quere kommen, beziehungsweise damit wollen sie natürlich auch Leute locken. Aber wie gesagt, jetzt auf Amazon sehe ich das jetzt nicht mehr. Naja, wir machen weiter mit dem Super, würde ich sagen. Es ist ein Trailer von PES 2016 und FIFA 16 da. Ich fand den Trailer besser von PES, aber. Und du? Was? Und du? Ach so, da. Mann, 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 Mann. Dich hätte ich, glaube ich, gleich mal hier. Du wärst eigentlich fällig für den Rotstift, würde ich sagen. Aber ich habe das jetzt nicht vorbereitet und deswegen muss ich jetzt deine Frage mal so auseinandernehmen. Ja, die Trailer von FIFA 16 und PES, ja. Die Trailer sagen ja eh nichts aus über das Spiel, also wie es wirklich sein wird. Und deswegen ist es egal, wie gut die sind. Genau, FIFA 16, wie du schon schreibst, FIFA 16 hat ja Frauenfußball, das ist fortschrittlich, ja, das stimmt. Und PES hat noch nicht mal die komplette Bundesliga drin. Ja, das ist nach wie vor ein Problem von PES, vom Pro Evo, dass sie haben einfach zu wenig Lizenzen und das ist eben der Vorteil von FIFA nach wie vor. Auch wenn manche Spieler sagen, PES lässt sich besser spielen, was ich auch glaube, ja. Aber ich bin eigentlich ein FIFA-Spieler. Aber letztlich hat PES einfach zu wenig Lizenzen. Das ist nicht nur in Bundesliga, sondern auch internationale Ligen. Da gibt es leider einfach zu wenig. Und ich glaube, das wird sich auch nicht ändern bei den nächsten, so oder so.
Wir kommen zum PS3 XX Mafia 2. Hallo Pixel, meine Frage ist, welche Games kaufst du dir dieses Jahr? Ich habe gehört, dass Call of Duty Black Ops 3 DLC kommt erst für PS4. Ist das richtig? Also zunächst mal, welche Spiele kaufe ich mir dieses Jahr? Da habe ich ja noch mir gar keinen Plan gemacht. Also ich habe jetzt kürzlich erst Elder Scrolls Online hier. Dann ich werde auf jeden Fall F1 2015 noch mir holen. Nämlich, das kommt im Juli raus. Black Ops 3 natürlich auch. Ich weiß nicht, was dazwischen noch kommt. Irgendwas wird sich da schon noch bestimmt ergeben. Mal gucken. Und ja, genau dieses Gerücht, dass der Black Ops 3 DLC zuerst für PS4 kommen soll, habe ich auch gehört. Allerdings ist da noch nichts bestätigt. Es würde aber Sinn machen. Und zwar deswegen, bisher kam das Zeug ja erst für die Xbox 360 und Xbox One zuerst raus. Aber die Verkäufe stehen dem entgegen. Das heißt, die Verkäufe auf der Xbox sind viel, viel schlechter als auf der PS4 und auf der PS3. Und deswegen sollte da Activision mal umstellen und das Ganze zuerst mal für die PS4 machen. Aber mal gucken, was da im Hintergrund so mit Microsoft und mit Sony gedealt wird. So, nochmal, hallo, jo. Hey Pixel King, wie immer wieder tolle Videos. Meine Frage war, ob du eigentlich vorhast, Devil May Cry 4 Special Edition zu spielen. Ist ja bald zum Spielen verfügbar. Wahrscheinlich nicht. Ich bin kein großer Devil May Cry Fan oder ich kenne die Serie wenig. Ich hatte das auch bisher nicht auf dem Radar. Wahrscheinlich nicht. Rechne mal nicht damit. Henrico de Amigos. Hey Pixel, kannst du mal Infos zu Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 sagen? Zum Beispiel, ob es schon Release-Infos gibt. Nein, Release-Infos gibt es noch nicht. Das heißt nur, es kommt dieses Jahr raus, eben speziell für PS4 und nicht mehr für die PS3. Was gibt es zu dem Spiel zu sagen? Es hat einen unheimlich langen Titel. du kannst auf jeden Fall zu zweit spielen, egal ob offline oder online. Es ist, glaube ich, soweit ich das gelesen habe, es ist auch die japanische Sprachausgabe mit dabei, falls du darauf stehst. Und ja, es hat natürlich eine ziemlich geile Grafik. Das heißt, eine Grafik, die noch nicht auf der PS3 möglich war und jetzt eben auf PS4 erst so richtig zur Geltung kommt. Ich habe bisher auch bloß ein paar Bilder davon gesehen und das sieht schon recht vielversprechend aus. Auch wenn ich jetzt kein Naruto-Spieler bin, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich bin auch kein so großer Fan, beziehungsweise ich kenne mich in meinem Naruto-Universum nicht so recht aus. Der Action fragt, wirst du zu Project Cars ein Let's Play machen? Ja, nein, das heißt, es gibt es schon, es gibt ein Let's Play, zumindest ein Gameplay-Video davon hier auf dem Kanal. Ich plane außerdem noch ein, zwei weitere Videos zum Thema Fahrtraining, das heißt, wie ihr schneller fahren könnt in Project Cars. Das ist auch noch auf meiner langen To-Do-Liste. Dann der Jan sagt, ja, mach bitte ein Gameplay von Assassin's Creed Unity. Okay, gut, da werde ich mich, das hatten wir beim letzten Mal schon mal die Frage, das heißt, da werde ich mal gucken, dass ich mich da dran mache vielleicht mal, ja. Und Morishi LP fragt uns zu Black Flag auch. Zu Black Flag kann ich dir allerdings sagen, da habe ich schon ein Gameplay-Video gemacht. Das ist eigentlich schon ein bisschen länger her, das findest du aber auch auf diesem Kanal. So, jetzt kommen wir zum Kevin. Ich hätte da mal drei Fragen. Welches der beiden Titel findest du besser? Dragon Age Inquisition oder Witcher 3? Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen Witcher 3. Auch wenn man es nicht ganz so vergleichen kann. Weil Dragon Age ist ja eigentlich ein partybasiertes Rollenspiel. Also du hast einen eigenen Trupp und bei Witcher bist du allein unterwegs. Aber Witcher hat einfach die viel bessere Stories und viel interessantere Quests. Deswegen würde ich sagen, auf jeden Fall Witcher. Zweite Frage, warum sind die Spiele bei Konsolen eigentlich 30 Frames auf 30 Frames begrenzt? Und warum schaffen nur manche Spiele die 60 Frames die 60 FPS, genauer gesagt, auf der Konsole. Ja, es ist ja einfach so. Im Grunde hast du einen doppelten Aufwand, wenn du ein Spiel mit 60 FPS, also 60 Bilder pro Sekunde, muss praktisch doppelt so viele Bilder ja machen, wie ein Spiel mit 30 FPS. Das heißt, es muss, pro Sekunde müssen 30 zusätzliche Bilder oder Grafiken berechnet werden und das ist natürlich ein riesiger Aufwand. Und viele Entwickler sagen einfach, es macht für viele Spiele keinen Unterschied, ob sie 30 oder 60 Frames machen oder sehen, besser gesagt. Wie zum Beispiel bei Witcher ist es ja auch, das Spiel ja nur mit 30. Das ist aber okay bei diesem Spiel, finde ich, weil es wenig Unterschied macht, dass es mit 60 laufen würde. Aber
wenn man sich, wenn der Entwickler dann sagt, wir machen 30 Frames, dann können wir viel mehr Details und viel mehr geile Grafik einbauen. Und deswegen ist eigentlich diese Begrenzung da. Weil 30 Frames ist im Grunde die Untergrenze, was noch als flüssig angesehen wird. Wenn das unter 30 ist, ist es ruckelt's. Wenn es mehr ist, ist es gut, aber dann wird die Grafik schlechter, beziehungsweise die Grafik wird karger und es können weniger Details dargestellt werden. Und deswegen ist das so eine Art Balancing bei den Machern, die aber meistens dann sagen, ja, wir machen 30, da sind wir auf der sicheren Seite. Eine Ausnahme, finde ich, ist es bei Ballerspielen, zum Beispiel Call of Duty, das läuft mit 60, das ist auch super wichtig, vor allen Dingen online, dass das viel extrem flüssig läuft. Und genauso bei Rennspielen, finde ich auch, das soll es auch 60 sein, eben wie bei Project Cars, damit das auch flüssig dargestellt wird. Und da macht es wirklich einen Unterschied. Und dann dritte Frage. Was Witcher 3 bietet, ist das schon die Grafikgrenze der PS4 oder kommen da noch Spiele in 2 oder 4 Jahren, die noch besser aussehen? Ich würde sagen, auf jeden Fall kommen da noch Spiele, die besser aussehen werden. Also Witcher 3 ist schon verdammt gut dabei. Das ist eine der Grafikreferenzen hier auf der PS4. Aktuell ist auch The Order 1886, sieht auch brutal gut aus. Abgesehen vom Spiel natürlich, aber das sieht wirklich fantastisch aus. Aber ich möchte wetten, in spätestens sogar 1 oder 2 Jahren kommen Spiele, die sehen echt noch deutlich besser aus. Fatlin fragt, werden die FUT, also die FIFA Ultimate Team Coins für FIFA 16 auch so billig sein wie für FIFA 15? Ich habe absolut keine Ahnung, aber wahrscheinlich schon. Ich glaube nicht, dass die Preise sich da ändern werden für die Coins. Der Findus, wie kann man bei Project Cars von Meilen auf km/h umstellen? Das kann ich dir zeigen. Das habe ich nämlich vorhin schon mal kurz gestartet, weil ich nochmal das nachgucken wollte. Das ist nämlich super versteckt in dem Spiel, das ist echt schlimm. Also gehst auf die Options-Taste und dort findest du die Optionen und dann gehst du bei Gameplay rein und jetzt musst du rüber auf Bildschirmhinweise und Anzeige mit L1 oder R1 und bei Bildschirmhinweise ganz unten gibt es Maßeinheiten-Anzeige und da gibt es Imperial, das heißt, da kannst du, das sind die Meilen pro Stunde und metrisch, das sind dann die Kilometer pro Stunde. Ja, und das ist das, was du willst und damit ist das Problem hoffentlich gelöst. So, dann geht es nochmal zu TomGamerTV und der hat mir ein Rätsel gestellt, eigentlich eine Ratestunde. Nämlich er schreibt: Tai Kong Tot Nu Wai Na Bai Gioden BO3 Vino Katma Mod La Nua. Also, ich weiß, dass das vietnamesisch ist, was du da geschrieben hast. Und du fragst auch, wie könnte es heißen, die Frage. Du bist echt ein Spaßvogel. Also auf jeden Fall ist es vietnamesisch, was du da schreibst. Und du schreibst irgendwas über Black Ops 3. Und zwar, ich glaube, ob es geschnitten sein wird. Ist es meine Mutmaßung. Und ich mutmaße mal, es wird nicht geschnitten werden, weil die letzten Call of Duties sind allesamt auch ungekürzt in Deutschland rausgekommen. Wenn das die Frage war. Wir kommen zu den Systemfragen. Und zu RamYT. Seit dem letzten System-Update kommt immer oben links eine Mitteilung mit Tipps, wo steht, dass das Power-System verändert wurde. Wie kann ich die abschalten? Ja, die kannst du nicht abschalten. Die kommen eher zufällig. Ja, mal sind sie da, mal nicht. Ich habe auch noch keine Möglichkeit gefunden, die abzuschalten. Meine Mutmaßung ist auch, dass es noch ein Bug ist und dass das irgendwann mal weggeht. Keine Ahnung, aber. Nochmal zum Morishi LP. Wie kann ich bei SharePlay machen, wenn da die Verbindung zu schwach ist? Also SharePlay, du willst dann dein Spiel sharen mit einem anderen, dass der mitzockt. Und Janine sagt einfach, besseres Internet bestellen. Und mit ihrer 50.000er Leitung klappt es ohne Probleme. Okay, aber der Frozenman sagt jetzt was das genau bei mir auch so ist. Ich habe eine 100k Leitung und SharePlay funzt auch bei mir nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt, alles andere funktioniert perfekt, aber dieses SharePlay nicht. Bei mir ist es dasselbe. Ich habe eine 100 Mbit Leitung und SharePlay funktioniert nicht, beziehungsweise nicht mehr. In der Anfangszeit ging es noch, das ist das Komische dran, wo das gestartet ist, da ging es, aber es war ruckelig. Und inzwischen ist es wohl so, dass Sony, beziehungsweise die PlayStation, testet die Leitung vorher und sagt dann schon von Haus aus, nee, deine Leitung ist zu schlecht und es geht nicht. Und wenn diese Meldung kommt, dann hast du keine Chance, du kannst nichts anderes machen. Das Einzige ist noch, die PS4 statt per WLAN mit LAN-Kabel zu verbinden.
Das ist natürlich immer eine Möglichkeit, weil da kannst du auf jeden Fall noch ein bisschen was aus deiner Leitung rausholen und damit probieren. Allerdings, das kann funktionieren, muss aber nicht. Und dann kommen wir schon zu den PSN-Fragen in der letzten Kategorie. Von Nico, da ich mir eine PS4 kaufen möchte, stellt sich mir die Frage, ob PS Plus immer noch was kostet. Ja, und Morishi sagt schon richtig, ja, ein Monat kostet 7 Euro, 3 Monate 15 Euro und ein Jahr kostet 50 Euro. Ja, PlayStation Plus ist nach wie vor kostenpflichtig, dafür kriegst du eben auch gratis Spiele. Ups, ich kann das hier nochmal schnell zeigen, aber ich glaube, ich zeige das auch in ungefähr jeder zweiten Folge. Ja, es ist halt einfach, PlayStation Plus ist einfach ein Online-Service, der Geld kostet, genauso wie auf der Xbox übrigens auch. Allerdings kriegst du eben, wie gesagt, hier kriegst du Gratis-Spiele und eben kannst eben online spielen. Es gibt allerdings einige Online-Spiele, die gehen auch ohne PlayStation Plus, zum Beispiel War Thunder und bei Destiny gehen auch einige Missionen ohne PlayStation Plus, aber grundsätzlich ist es einfach besser, wenn du es hast. So, und damit kommen wir schon zur allerletzten Frage heute von Findus. Wie kann man einstellen, dass PS Plus sich nicht von selbst verlängert? Coole Videos, mach weiter so. Gut, das ist auch eine gute Frage, weil standardmäßig, wenn du ein PlayStation Plus Abonnent bist, würde das immer automatisch verlängert, zumindest wenn du noch Guthaben hast oder eine Kreditkarte. Aber du kannst das einstellen und zwar unter Einstellungen logischerweise. Jetzt muss ich kurz nachgucken, weil ich habe das schon mal kurz vorbereitet. Unter der Kontoverwaltung, genau, da gehst du rein und dann unter Kontoinformationen. Genau, Kontoinformationen war das. Und hier dauert es wohl ein bisschen. Und dann gehst du auf Services-Liste. Und hier findest du allerlei Zeug, was du so abonniert hast oder irgendwann abonniert hattest. Und irgendwo muss hier auch PlayStation Plus kommen. Das ist bei mir jetzt auch hier chaotisch. Hier ist es PlayStation Plus. So. Und dann gehst du hier rein und dann siehst du schon, hier habe ich zum Beispiel Mitgliedschaft für 12 Monate im Abonnement. Und da klickst du drauf und dann siehst du unten das Feld dafür mit automatischer Verlängerung. Da müsste dann dran stehen, automatische Verlängerung stoppen, glaube ich, weil ich habe sie schon gestoppt. Bei mir steht eben deswegen automatische Verlängerung neu starten. Das heißt, wenn ich jetzt das mal anwähle, mal gucken. Genau. Und genau, dann dürfte bei dir dran stehen, automatische Verlängerung annullieren. Und wenn du das eben machst, dann ist das die automatische Verlängerung annulliert. Also verhindert, dass PlayStation Plus sich automatisch verlängert. So, das war's von der Fragerunde und von der Pixelshow Nummer 17. Wenn euch das Ganze gefällt, vergesst nicht, das Ganze könnt ihr natürlich gerne abonnieren. Pixel Connect gibt es auch als Forum, das heißt pixelconnect.de/forum, da könnt ihr ein cooles Forum besuchen und coole Leute treffen. Was gibt es noch? Facebook, Pixel Connect gibt es auf Facebook natürlich. Und natürlich könnt ihr gerne auch die anderen Pixel-Shows ansehen, wo sehr, sehr viele Fragen beantwortet werden. Das war's hier von meiner Seite. Nächste Woche, wie gesagt, Pixel-Show mit E3-Inhalt. Ich bin echt gespannt, was da kommt. Und dann sehen wir uns gerne beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dahin.